Einmal ganz rüber. 122.000, das kriegen wir recht schnell hin. Warten wir auf 180.000, damit wir auch die Türme setzen können. Ungefähr hier. Okay, da kriegen wir beide sogar hin. Ja, reicht so. Reicht so, ist okay. In die andere Richtung, in die Richtung und in die andere Richtung. Zack. Bis zum Ende hindurch, genau. Normale Geschwindigkeit, Zuglinie Westlandgut nach Louisville. Von selbstverständlich Gleis 3 mit Zucker. Kannst Gemüse auch mitnehmen, wenn du Platz hast. So, was hat er jetzt nicht irgendwie genommen? Genau, jetzt hier. W-Zucker nach Louisville 1. Lokomotive wählen. Consolidation. Ja, schön. Vier Gemüse. Louisville 1. War das erledigt? So, warte, ganz kurz gucken. Jetzt war das nämlich geschafft. Der braucht Bier. Das ist nämlich ein gutes Gut. Und Getreide, sehr wichtig. Getreide brauchen die immer. Wenn der kein Getreide hat, wachsen die mich, habe ich gemerkt, unfassbar viel langsam. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Damit gehen wir auf Gleis 4 mit dem Getreide. Das haben wir hier oben. Getreide machen wir zweimal. Du baust dein Geschäft beständig weiter aus, wie? Damit gehen wir erstmal hier mit so einer 90-Grad-Kurve hin. Fahren dort dann rüber. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht so. So ist besser. Einmal hier außen rum und dann da rein. Wunderschön. Den ganzen Weg natürlich wieder zurück. 80.000 kriegen wir hin. Danke. Ah, warte, noch ganz kurz. 30.000 für den Turm. Genau. Warte, eben ganz kurz die Endtürme rausnehmen. Das da zum Beispiel. Das ist okay. So, jetzt haben wir das nämlich schon mal angeschlossen. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken. So, Zug von da nach Louisville. Fracht, Getreide. Weil das ist nämlich eine der das ist eines der wichtigsten Güter hier. Wenn die das nämlich nicht besitzen, sind die immer am Arsch. So, direkt zweimal. So, zack, Bahnhof. Indianapolis. Du wirst jetzt leider umgebaut. Du kriegst auf Gleis 2. Die Anbindung haben wir ja hier noch offen. Dann nehmen wir die mich am besten, anstatt hier jetzt dran zu bauen. Ich kriege da schon irgendwie raus. Das heißt aber, wir besetzen dich auf jeden Fall hier hin. Machen eins natürlich hier hinten dran. Aber bevor wir das jetzt testen, will ich ganz kurz gucken, wie das hier unten reinpasst. Weil das könnte kompliziert werden. Okay. Wenn nicht sogar viel zu kompliziert. Erstmal daran folgen. Okay, hier müssen wir selber mit tanzen, sonst verbuggt das hier nur. Erstmal da folgen. So. So. Ganzen Weg darüber und jetzt daran. Dran. 17% ist zwar viel, aber dafür muss er auch hier so komplett rüber. Das ist okay. 334.000, sehr schön. Ist zwar teuer, wie Sau, aber ist egal. Oh, diese neue Lokomotive sieht aber beeindruckend aus. Sehr schön. Guck mal, da haben wir das Geld mich auch schon.
Fast. Ach, 34.000 war das doch mal, nicht 14. So. Das Ganze natürlich als Parallelgleis. Macht Sinn. Hallo? Okay. Okay, das geht nicht. Das ist kein Problem. Dann setzt was Parallelgleis einfach hier hin. Das ist auch okay. 127.000. Am besten ein bisschen mehr, so 150, damit wir den Turm noch setzen können. Zack. Versorgungsturm. Oh, können wir uns wegen $300 nicht leisten. Sehr schön. Da dran, in diese Richtung. Und in die fuck andere. Müssen jetzt kurz umändern, habe ich nämlich jetzt vertan. Ist aber... Oh. Achso. Ich habe mich schon gewundert, hey, wo ist denn jetzt noch ein Signal? So, das kurz zusammen, dann haben wir das mich zusammengefügt. An Gleis 2, ne? Ja, nichts falsch gemacht. Gut. Schön. Und dann müssen wir jetzt natürlich noch eine Verbindung zwischen den beiden herstellen. Das heißt also hier von Gleis 1 zu Gleis 1. Kostet 112.000. Ab dafür, oder? Am besten müssen wir jetzt auch wieder bis 300.000 warten. Machen wir kurz auf normale Geschwindigkeit. Neuer Zug von Indianapolis. Louisville, nur mit Fracht hier. 2. Da 2. Sehr gut. V. 1. Hold me in 10 wieder. Da haben wir schon 3 Stück, sehr schön. Ich spare gerade übrigens extra ein bisschen Geld an, weil wir müssen ja noch ein Parallelgleis bauen. So, 1. Dazu den Versorgungsturm. Und jetzt müssen wir gleich auch das ganze Business da umändern. Machen wir 2. Ist besser. Zack. So, wenn der jetzt gleich da durch ist, machen wir noch einen dritten kurz dahin, damit der Bier hin und her schiffen kann. Zack, normale Geschwindigkeit, nee, doppelte Geschwindigkeit. Wir müssen jetzt hier den kaufen. Am besten schnellstmöglich. Hada, 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 hada. Das kriegt er gleich. Hat er, hat er, hat er. Hat er, hat er. Nur noch Obst und Kleidung würde ihnen fehlen. Aber das ist jetzt halt Pech. Da unten fehlt ganz viel. Keine geeignete Fracht, ist okay. Und hier unten haben wir eine Expresslinie Augusta. Anschlussprämie, die nehmen wir uns kurz. Oh nein, so ein Pech aber auch. So, Augusta und Louisville haben eine... Was könnt ihr ziemlich gut vergessen? So, hier. Die wird wahrscheinlich mitbieten. Nee, wird sie nicht. Okay, sehr gut. Ja gut, ihr doch kein Geld, ne? Also... Also, mich hat es nicht interessiert, aber schön, dass du auch mal etwas gewinnst. So, Brauerei. $400.000 machen wir. Komm schon. Tucke jetzt nicht so rum hier. 1,6. Ich hoffe, der hat genug. Sollte er. Weizen. 4 hier. Wegetreide nach Indianapolis. Stück. Die brauchen wir eigentlich nicht. Ich warte lieber, bis wir sowas hier kriegen. Ja. So, jetzt läuft das da. Das sollten wir doch eigentlich geschafft haben. Als nächstes wäre dann 40 Ladungen Schmuck nach Louisville.
Schmuck würde ich hier rein haben. Da brauchen wir 40.000. Das machen wir so als nächstes Ziel jetzt. So. Der produziert Bier. Sehr gut. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall schon mal hier einen neuen Bahnhof. Die 2. Und der 2. Wunderschön. Das gleichzeitig wieder zurückführen. 145.000, machen wir. So, Versorgungsturm. Reicht mir jetzt einer hier. Uiuiui. So, und einen Bahnhof hier hinsetzen. Wir können eigentlich einen großen hinsetzen. Ich weiß noch nicht, ob wir es brauchen, aber vielleicht brauchen wir es irgendwann und dann haben wir es wenigstens. Naja, warte, das holen wir uns. Bahnhof. Ach Gott, schon groß. Oder reicht der normaler? Reicht sogar normaler. Sehr gut. Eins hier dran. Kein... Oh, da ist... Kacke. Okay, machen wir einen Tunnel. Ah, gleich mal den nächsten Monat, dann können wir uns das leisten, das nächste. Ja. Hast du etwa dein großes Portemonnaie mitgenommen? Nee, ist doch nur ein kleines Nebenstückchen. Ist doch so ein Cent, weißt du, für mich. Aber naja. 50.000, ding, siehst du, 100.000. Ich sag erst nur einen Cent für mich. Wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, ja, dann hat man aber so unendlich viel Geld. So, normale Geschwindigkeit. Zum Züge einstellen. Ah, kannst du ruhig machen, wenn du Platz hast. Ich habe jetzt die 4 nicht eingestellt. Genau, W, Getreide. Memphis 1. Machen wir am besten 2, weil du produzierst. Verbindung zwischen Memphis und Nashville. Nur Fracht, hier 2 Bier. Und hier ist scheißegal. Genau. V, zack, 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 zack. Da machen wir jetzt ganz kurz einen kleinen Abstand dazwischen, damit das funktioniert. Damit für mich Nashville wächst, weißt du, dann kriegt er mich Bier. Oh nein, so ein Pech aber auch. Wenn er hier ist, machen wir noch einen zweiten und dann machen wir noch einen dritten. Ach Quatsch. Bier. Ist noch ein Problem. Aber kein Problem. Also ich meine, ist ein Problem, aber das wird sich schon von alleine lösen. So meine ich das. Nee. Nee, lass mal stecken. Forschung, normale Geschwindigkeit kurz machen. Personal. Unsere Sicherheit ist gut. Professor. Quatsch. Ganz kurz hier hingehen. Die Züge. Wir haben so viel Personal, das sollten wir mal nutzen. Den stellen wir frei, der kommt hier rein. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? So. Uiuiui. Ui, ui. So, der braucht jetzt natürlich noch Getreide. Das soll er kriegen. Durch Stadt können wir nicht, das heißt, wir müssen darüber gehen. Warte. Milch kriegt er natürlich auch. Das heißt, hier kommt ein Sohnbahnhof hin. Zucker.
Brauchst du Wolle? Keine Nachfrage. Leder, das da und Gold brauchst du dafür, ne? Ja, Kohle, Gold und Leder. Mais haben wir hier, ist auch sehr wichtig. So, und Vieh. Ne, Vieh haben wir ja schon angeschossen. Gut, dann haben wir mich jetzt hier. Holz kannst du natürlich auch haben. Warte. Warte, ganz kurz ein paar Wartungsgebäude machen, bevor wir die jetzt vergessen. Die vergesse ich irgendwie jedes Mal, wenn ich so neue Gebäude mache, ne? Wenn ich das so im Schnellstatus mache. Zumindest versuche, das schnell zu bauen. Ich weiß nicht, ob ich schnell bin. Es gibt wahrscheinlich Leute, die sind aber noch viel, viel kranker als ich, ja? Also. Aber mittlerweile finde ich, bin ich in dem Spiel eigentlich schon ziemlich gut geworden. Ja, ist wirklich ziemlich gut. Und wenn ich immer noch scheiße bin, ja, ich meine, dann könnte mir das natürlich keins sagen. Aber ich wüsste nicht, was ich tun sollte, um noch schneller zu werden oder besser zu werden. Außer vielleicht ab und zu mal die Klappe zu halten, mal ein bisschen sich zu konzentrieren. Aber wenn ich jetzt die Klappe halte, wäre natürlich auch das OP ein bisschen für die Katze, ne? Mir fällt gerade vor allem auf, wir haben in dem ganzen Rundkurs kein einziges Wartungsgebäude gebaut. Wäre wieder mal sehr intelligent. Gut, der packt's gleich. Dich stört es doch nicht, wenn ich dir ein wenig in die Karten schaue, oder? Nee, nee, mach ruhig mal. Wo sind eigentlich die ganzen Züge hin? Oh, lol. Hab ich eventuell vergessen. Und ich wundere mich schon. Okay, dann können wir dich auch ganz kurz beschleunigen. Ne, warte, wir machen das ganz kurz anders. Wir müssen ganz kurz hier alles verbinden. Dann machen wir mich das hier auf das Gleis 4. Das da. Und die auf Gleis 3. Und die auf 1. Okay, Memphis wächst. Okay, 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 okay. Eins. Direkt eine Brücke machen. Ist okay so. Parallelgleis direkt hier dran. Hier machen wir so einen kleinen Switcher rein. Perfekt. Und hier hinten geht es natürlich durch zum Getreide. Hätten wir hier natürlich ein bisschen anders bauen sollen, aber ist halb so wild. Das geht schon. Autsch, aber egal, 180.000, das kriegen wir ja doch noch recht gut hin. Flup, 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 flup. So, warte, wo ist der nächste Rundkurs? Machen wir mich hier ganz kurz einen neuen Zug rein. Und zack. Jetzt können wir hier auch ganz kurz die Strecke bauen. Mit einem Parallelgleis, selbstverständlich. Das da hinten rein. Warte, wie teuer war das jetzt? 97.000. Ach, haben wir sogar schon gekriegt. Guck mal. Passt. Uff. Dann haben wir das mich schon mal verbunden. Das ist jetzt Gleis 1. Dazu sollte das natürlich dazukommen. Das ist ja. Dann machen wir das alles hier auf Gleis 2. Weil da brauchen wir nicht so viel und da brauchen wir jetzt nicht so viel von. Mach was mich auf 2, ich bin 3, meine ich. Mit dem hier zusammen, ne? Und das natürlich dann auf die 4. Ja, ja, doch, 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 doch. Alles gut, alles gut. So, die 3. Warte, lassen wir den nochmal ganz kurz hochfahren. Wenn der oben ist, machen wir direkt das nächste. Ja, schön. Passt. Gut, Geld haben wir. Das Ganze mit dem Rückvergleis. Zack, zack, zack. Das Ganze verbinden wir jetzt am besten noch mit der Kuh und dem Holz. Ja, genau.
Ich weiß, mein Plan ändert sich ab und zu mal ein bisschen, aber das gehört dazu. Ja, passt schon so. Ist egal. Ist ein bisschen teuer, aber was willst du machen? Oh, warte, wir können eigentlich mal den nächsten Rundkurs machen. Ist mich jetzt da. So, zack, mehr Geld. Das Ganze braucht ein Rückvergleis. Bis dahin. Hier hinten hin. Perfekt. Und von hier aus müssen wir jetzt kurz da raus. Und hier dran. Kurz mit einer Verbindung. Und dann müssen wir hier am besten einen Tunnel durch. Wäre zumindest praktisch gesehen das Klügste, meiner Meinung nach. Weil jetzt sind wir so in dem Status, da lohnt sich wenigstens auch ab und zu mal einen Tunnel zu bauen. Ja. Gut, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Geld hier. Und trinken erstmal ganz kurz was. Meine Fresse. Oh Gott, wie viele Rundkurse brauchen wir da eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht mit nachgezählt. Wir haben ja 7 Städte. Die Strecke doch recht groß ist, würde ich sagen, machen wir so 10 Stück, ne? Das dürfte reichen. Sollte zumindest. Und wenn nicht, ist das halt Pech und wir haben halt gelitten. 100.000 haben wir geschafft, zack. Die nächste wäre, dann machen wir die mit hier unten rein. Das passt dann platzmäßig am besten. So, ohne Brücke natürlich. Genau. Noch ganz kurz ein bisschen warten. Zack. Ob Scarlet wohl mitbekommen hat, dass du für das Wachstum von Louisville verantwortlich bist? Also ich bin ganz ehrlich, aber eigentlich sollte es jetzt scheißegal sein. Somit haben wir die Rohstoffe, den Rohstoff, zack, zack, zack. Alles bis auf Gleis 4. Versorgungstürme. Ja, ja. Das ist schon ziemlich geil. So, jetzt haben wir ganz viel Geld. Nee, ist ja für da. Das ist Schwachsinn. Den machen wir dahin. Da und da. Der hat natürlich schon einen. Nee, da finde ich Schwachsinn nicht. So, das haben wir geschafft. Jetzt machen wir noch ganz kurz ein paar Signale rein, damit was auch alles hier läuft. Und in die andere Richtung. Zack, zack. Chop, chop. So, jetzt müssen wir hier natürlich wieder in die gleiche Richtung gehen. Dü-dü-düm. Hier geht's dann zusammen. Okay, da fehlt ein Signal. Das mache ich noch eben selber hin. Zack. Okay, da geht's nicht. Ah, jetzt. Gut, das haben wir erledigt. Hier hinten noch ganz kurz. Dann sind wir damit nämlich durch. Da hinten noch eins. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir ganz kurz Züge machen. Aber, warte, wir haben jetzt 54, ne? Nur noch Schmuck. Dafür haben wir jetzt noch 2 Jahre Zeit. Jawoll. Warte, hier, zack. Schmuck. Ist jetzt mich gerade gewachsen, da haben wir jetzt fast nicht auf aufgepasst. Goldschmied, 500.000, das kriegen wir kurz hin. Hast du jetzt gerade... Nee, hast du nicht gebaut. Ich dachte schon, du hast irgendwas anderes gebaut. Das wäre eine Frechheit gewesen, Mann. Zack. Wird der nach eh noch weitergehen? 100 Pro. Wegen der Kleidung hier, weißt du?
Egal, Goldschmied. Für Schmuck. Gut. So, warte, wir müssen ganz kurz gucken, wo ist der Zug? Da oben ist er schon. Hoppala. Lassen die nämlich ganz kurz durchfahren und wenn der dann mit 10 unterwegs ist, dann können wir weiterbauen, dann haben wir nämlich schon mal ein sehr krasses Geldeinkommen. So, ganz kurz hier hingehen, das machen. Puh. Ja, der wartet auf ein freies Gleis, weil der ist nämlich schon da. Ach, guck mal, nur Post hier, läuft bei dir. Dann produziert er gleich schon Schmuck. Also diesmal sind wir zeittechnisch doch gut unterwegs. Der Anfang war ein bisschen schwerwiegend, aber da hätten wir es auch nicht schneller machen können. Da war schon krass. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Reporter tatsächlich so etwas Gemeines über dich schreibt. Ja, der kommt mir doch mit dem komischen Kack an, den ich kaufen soll, ne? Okay, du bietest drauf, ja, wenn du meinst. So, normale Geschwindigkeit. Warte, wir gehen mal ganz kurz hier hingehen und sagen, ich will die zurückzahlen. Zuglinie. Harrishof, Nashville. Nur Fracht. Hier, zack, Mais. Nashville. Na, eins. Lass mich kurz überlegen. Da, mach uns das Milch. Fuck. So, wie... Milch noch nicht will... Uno. Haben wir. Zucker. Dich stört es doch nicht, wenn ich dir ein wenig in die Karten schaue, oder? Ey, Mittel, du kaufst dir gerade, klaust dir Sachen, die brauchst du noch nicht mal. Man könnte immer noch viel, viel schneller sein als ich. Ich bin, glaube ich, immer noch ein bisschen zu langsam. Aber ich gebe mein Bestes, ja? Ich gebe echt mein Bestes. Aber wenn das dein Bestes ist, ist das mal ganz schön traurig. Ja, ich weiß. Was soll ich denn machen? Dafür habe ich gut Ordnung und Struktur drin. So. Einfach, damit wir das schon mal haben. Ob wir es brauchen, ist eine andere Frage, aber ist egal. So. Das hier links haben wir fertig. Vieh, Nashville. Am besten. Holz, Nashville. Ja, es dürfte hinhauen. Sollte zumindest. Wenn nicht, müssen wir halt irgendwann was umbauen oder kurz was umschicken. So. Gebäude. Jetzt gucken wir mal ganz. Wie viel Gewinn haben wir eigentlich? Würde mich mal von nun interessieren. Millionen ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Kann man sehen lassen. So, Kohle. Du baust dein Geschäft beständig weiter aus, wie? Gold. Und Leder hast du selber. Kohle. Und da hinten Gold. Zack. Mit einem dicken Tunnel dazwischen. Aber wir haben jetzt ein bisschen Geld angespart, also alles kein Problem. Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Also jetzt die beiden Dinger hier haben wir so schnell gebaut und mit so einem schönen Netzwerk da drin. Das sieht tatsächlich nicht mal scheiße aus. Also nicht so komplett verwuschelt. Man hat da doch eine recht gute Struktur drin, finde ich.
Ich finde, das sieht irgendwie ziemlich geil aus, wenn das plötzlich in alle Richtungen sich verteilt und überall irgendwo. Das ist schon cool. So, Signale.